Bringen Sie mich bitte zur Kirche nach Downtown. Okay, okay. Thank you.
ist es. Fahren Sie zum Eingang, bitte. Danke, hier ist der Gelb. Dass Sie da sind. Ich muss zum Theater auf Central Island. Nehmen Sie die Giuliano Bridge. Das ist am kürzesten. Sie meinen? Ich muss nach Hoboken zur Pompeii-Bahn. Na klar, auf geht's. Thank you.
Thank you.
ersten Rang. Stimmt so. Und ich brauche Pause. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieri's Bar. Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deine Visage abnehmen. Mach ihn fertig. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nur an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten. Und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Also, Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Pauli und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen, aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu.
wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen Hand zu zahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Pauli kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralf ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Winnie hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns angestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrauben. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Ralf, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frage mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Pauli? Hey, Ralfie. Ich sehe übrigens immer noch. Da haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralf, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Ist zwar kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsst ihr reichen. Danke, Alfie. Los geht's.
Boss. Großartig. Setzt euch. Lief alles klar? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Morello gerade vor Wut. Wirklich. Freut mich zu hören. Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test ist meine gestanden. Ehre, und Sir. Wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gerne in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke. Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. Zwei Restaurants und ein Motel draußen vor der Stadt. Bill vom Motel war beim letzten Mal spät dran, weil er ein paar Probleme hatte. Also zahlt er heute ein bisschen mehr. Du hast bestimmt gehört, wie Kriminelle mit Hilfe von Drohungen aus Unternehmen Kapital schlagen. So etwas tun wir natürlich nicht. Die Leute, die uns bezahlen, erhalten Dienste, die ihnen die Polizei niemals bieten kann. Letzten Monat zum Beispiel lösten Sam und Pauli hier in einem gemütlichen Restaurant ein schweres Gewaltproblem. Der Eigentümer ist froh, dass dort etwas derartiges nicht wieder vorkommen wird. Du fährst. Pauli und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Sagt Ralf, er soll euch ein Auto geben und dann los. Okay, Boss. Und wir beide nehmen einen Drink. Was meinst du, Frank? Das besprechen wir später. Ich muss ja was erledigen, Tommy. Hab jetzt echt keine Zeit. Nicht jetzt, Tommy. Ich hab zu tun.